zu Hause nicht kriege. Ist, die Gondel leuchtet in verschiedenen Farben. Geil. Oh mein Gott. Die leuchtet. Das ist sehr cool. Wir haben was Neues rausgefunden. Oh wow. Drehen tut sie sich aber nicht, ne? Super, ich doch immer. Unser Park bietet echte Superlativen, hier einen fast 22 Meter langen Kran, der auf der Baustelle gebraucht wird. Einer der großen Krane, der überhaupt noch im Straßenverkehr bewegt werden darf. 9 Achsen, davon 4 angetrieben von 686 PS, 85 Stundenkilometer schnell. Er hat's geschafft. Gott sei Dank. Gut durchgekommen. Der nächste Morgen. Der 100 Tonnen Stahlkoloss wird für den ersten Teil seines Einsatzes vorbereitet. Normalerweise baut dieser Typ Windkraftanlagen auf und hat schon auf der Kölner Domplatte stehend Gerüste vom Dom geangelt. Dieser Job ist eine echte Herausforderung. Der Platz ist knapp, wir sind am Meer, der Wind pfeift und der Zeitplan ist sehr eng. Das kann nicht jeder. Na, erstmal brauchst du schon eine vernünftige Einweisung, die dauert bestimmt ein Jahr, bevor du da durchsiehst. Dann musst du einen Kranschein haben und den LKW-Führerschein. Und dann musst du ein bisschen Mut haben. Der Kran hat 9 Achsen, davon sind 4 angetrieben. Der Fahrer kann unter verschiedenen Antriebsarten wählen. Das ist ein Parken 9.1. Meter für Meter geht es voran. Bei einer Länge von fast 22 Metern und über 100 Tonnen Gewicht ist das Rangieren auf Freizeitparkwegen eine sehr knappe Angelegenheit. Die besondere Anforderung ist eben, dass der Platz nicht ausreicht, um ganz normal zu montieren. Der Platz ist nicht ganz so groß und wir dürfen nur in eine Richtung schwenken, nach rechts bei der Montage. Da muss man auch drauf achten. Na, ich sag mal, gute 2 Tage. 2 Tage, 4 Stunden, 5 Stunden. Wir sind guter Dinge und das kriegen wir auch wieder hin. Und diese Baustelle wird auch fertig, so wie alle anderen. Der Kran soll in gut 2 Tagen stehen. Die ersten Teile für die Turmmontage sind im Hansapark angekommen. Noch sind es nur Zusatzgeräte. Auf die großen Turmsegmente müssen wir noch ein wenig warten. Aber auch die ersten Dekoteile sind schon dabei und lassen uns erahnen, wie der Highlander mal aussehen wird. Der Kranaufbau kann beginnen. Ein wahres Großereignis, das auch auf Baustellen nicht oft zu sehen ist. Das wichtigste Teil für die Selbstmontage. Der 2. Kranmotor kommt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der Farmmotor allein hat 686 PS und kann auch den Kran antreiben. Der Kran kann sich also quasi allein aufbauen und hebt dabei Motor und über 200 Tonnen Ballast. Mit dem 2. Motor hat das System über 1000 PS. Und dann ist für heute erst einmal Schluss. Am nächsten Morgen erst einmal Pflege der frisch gestalteten Außenanlage. Schließlich soll Schottland blühen und wachsen. Der Nessie-Bahnhof ist echte Handwerksarbeit, die sich nur noch wenig Bauherren leisten. Der Bahnhof bekommt ein echtes Schieferdach und wird auch innen beeindruckend sein. Dazu aber mehr beim nächsten Mal. Jetzt wird es spannend, ein großer Moment. Das ist das erste Turmsegment. Die Basis, auf der am Ende 178 Tonnen Stahl stehen werden. Jetzt ist das erste Turmsegment angekommen, das unterste Teil für den Dreifallturm.
das als allererstes montiert werden muss. Allerdings ist es heute sehr windig. Wahrscheinlich werden wir es nicht aufstellen können. Das heißt, wir werden es erstmal abladen und hier hinlegen und dann schauen wir mal, wie das Wetter sich entwickelt. Aber es werden noch 12 weitere LKW kommen, die das Puzzle aus 9 Turmsegmenten, Gondel, Mastkopf, Schaltschränken und den ganzen Peripherien in den Park bringen. Die Gitterspitze wird installiert. Der Teleskopausleger reicht nur bis 52 Meter. Wir müssen aber auf 150 Meter. Mit dem Gitterausleger kommen über 90 Meter dazu. Insgesamt müssen 178 Tonnen Material auf eine maximale Bauhöhe von 120 Metern gehoben werden. Der größte Feind heißt jetzt Wind. Das Ganze wird mit Bolzen gesichert und dann kann unser Kran eigentlich fliegen. Die Wolken ziehen kräftig, aber der Wind macht uns keinen Strich durch die Rechnung. So kann es weitergehen. Entwicklung und Planung des Highlanders sind abgeschlossen. Alle Turmteile sind im Werk gebaut und auf dem Weg zur Baustelle. 10 bis 14 Tage Bauzeit sind geplant, 4 Wochen bis zur Normalfahrt. 24 Passagiere können sich dann bis zu 20 Mal in der Stunde in die Tiefe fallen lassen. Und da reden wir in etwa über diese Höhe, auf der unsere Drohne gerade fliegt. Feierabend, aber uns überrascht eine stürmische Nacht mit viel Wind und Regen. Scheitert der Aufbau des ersten Turmteils schon am ersten Tag? Wir werden sehen, was der Morgen uns bringen wird. Die Wetterbedingungen sind nicht gut, aber die Entscheidung ist gefällt. Das erste Turmsegment wird in die Nessie Helix gehoben und installiert. Das erste Teil ist jetzt aufgebaut. War ein bisschen kompliziert wegen Wind, Regen, Wetter. Und jetzt müssen wir bis Freitag warten, bis das ausgehärtet ist. Und dann können wir hoffentlich die Gondel mit der Sitze drüber heben, wenn es das Wetter zulässt. Und im nächsten Baublock sehen wir, wie der Turm in den Himmel wächst. Wir sehen und hören uns. Bis dann.